Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge One Piece. Diesmal spielen wir mit Brooke. Es ist eine Menge passiert. Wir haben neue Crewmitglieder. Brooke ist eins davon und Frankie ist auch dazugekommen. Schon von ein paar anderen Folgen. Weil ich weiß, dass du stark bist, gebe ich von Anfang an Vollgas. Abenteuer im Sabaody Archipel. Nur dank Zorros Einsatz entkamen die Strohhüte knapp aus den Fängen von Bartholomäus Bär, einem der sieben Samurai der Meere. Mit Brooke als neuem Crewmitglied setzen sie erneut die Segel. Sie hatten die Grand Line zur Hälfte umrundet, als bei den Klippen der Red Line ihr Weg blockiert wurde. Um an diesem Kontinent vorbeizukommen und die neue Welt zu erreichen, war eine spezielle Beschichtung für ihr Schiff nötig, die die Arbeiter vom Sabaody Archipel auftragen konnten. Nur so war die Fischmenscheninsel unter dem Meer zu erreichen. Während ihrer Reise trafen die Strohhütte Okta, einen ehemaligen Along-Piraten und Freund. Dank seinem Rat erreichten sie das Sabaody Archipel. Dort hatten sie die 11 Supernova-Rookie-Piraten mit Kopfgeldern über 100 Millionen Berry versammelt. Die Weltaristokraten, auch bekannt als Himmelsdrachen, lebten dort und regierten in Willkür. Als Nachfahren der Könige, die die Weltregierung gegründet hatten, konnten sie sogar die Marine befehligen. Okta geriet in einen Streit mit einem der Himmelsdrachen und wurde schwer verletzt, woraufhin Ruffy diesen niederschlug. Die Nachricht darüber erreichte bald die Marinesoldaten, die Ruffy und seine Crew einkesselte. Als die Situation mit der Ankunft eines Marineadmirals einen kritischen Punkt erreichte, tauchte vor Ruffy und seiner Crew ein mysteriöser Mann auf. Hey Okta, bist du das? Was machst du hier und warum bist du verletzt? Kleinen Augenblick, bitte. Rayleigh, was machst du hier? Verstehe. Da hast du was durchgemacht. Ihr habt ihm also geholfen. Also dann. Ein einziger Blick genügt. Das nenne ich Kraft. Hä? Was? Was war das denn? Wer ist der Alte da? Dieser Strohhut passt gut zu einem verwegenen Mann. Ich wollte dich schon länger mal treffen, Monkey D. Ruffy. Silvers Rayleigh, der dunkle König, dass ich hier so ein hohes Tier treffen würde? Dunkler König Silvers Rayleigh, ehemaliger erster Mate der Roger-Piraten. Auf dieser Insel nennt man mich nur Ray, den Beschichtungstechniker. Das reicht völlig. Er war der erste Mate von Gold Roger. Er hat mitbekommen oder weiß, wo der Schatz, das One Piece, wo das vergraben ist oder was es ist. Du wolltest mich treffen, Alter. Richtig, aber lass uns erstmal hier abhauen. Ich fürchte nämlich, die Marine hat uns schon eingekesselt. Alle Gesuchten sollten sich augenblicklich ergeben. Der Admiral trifft in Kürze ein. Dann kann ich für nichts mehr garantieren. Sieht so aus, als werden wir eh alle als Komplizen betrachtet. Na gut, dann werde ich mal zumindest vor der Tür aufräumen. Bleib, wo du bist, das schaffe ich locker allein. So, und damit haben wir wieder weitere Charaktere kennengelernt. Der Lore wird auch noch eine wichtige Person. Oder ist eine sehr wichtige Person. Der hat auch sehr viele Anhänger. Und ich muss sagen, ich finde ihn auch unglaublich cool. Der hat die Operationsfrucht gegessen. Und kann ein Feld erschaffen, wo er Leute zusammenschnipselt, keine Ahnung. Er macht so eine Blase oder so eine Kuppel und dann kann er die Leute zertrennen, ohne dass sie sterben.
Und dann kann er noch irgendwie die Herzen vertauschen oder die Seelen vertauschen. Keine Ahnung. Also ein richtig, richtig starker Gegner, mit dem sollte man sich nicht anlegen. So, wir spielen Brook. Ich muss noch kurz die Dinger hier, Fähigkeiten auswählen. Er hat nur eine. Die Münzen haben leider nicht gereicht. Deswegen mache ich das hier. Und los geht's. Hoffentlich schaffe ich das überhaupt, weil eigentlich ist die Mission ab Level 30 erst zugänglich. Ich bin aber erst Level 27. Schnappt sie euch! Ich sollte mal offscreen ein bisschen leveln. Zuerst müssen wir an der Marine vorbei, das überlasse ich euch. Ja, war ja klar. Lore ist jetzt gerade kurz mal bei uns. Ich habe hier eine Gitarre gerade gehabt. Wenn du mir noch einmal einen Befehl gibst, reiße ich dich in Stücke. Ja, der hat's auch nicht so. Also man, ich kann ihn sehr schlecht einschätzen. Ob er jetzt gut, böse oder was auch immer ist, das kann ich sehr schlecht einschätzen. Das sah cool aus, aber auch ein bisschen verbuggt. Also er kämpft mit seinem Degen, das in seinem Stock ist, und er spielt Gitarre. Eigentlich ja, er... Ach komm, ich komme nicht auf, auf den Namen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Geige, auf einer Geige spielt er. Gott, mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Geht's so? Da, das meine ich, dieses Feld. Absolut geil. Diese Kuppel meinte ich. Wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Probleme, beziehungsweise kriegen diese normalen Dinger auch nicht so schnell hier, weil das halt für ein anderes Level gedacht ist. Ruffy hat übrigens neue Klamotten. Er hat jetzt, glaube ich, trägt jetzt gerade blaue Sachen, genau, eine schwarze Hose und blaue Klamotten. Und ich finde es echt genial, dass sie das hier auch reingebracht haben, dass sie die Kleidung wechseln. Voll cool. Du läufst immer gegen die Wand, Kumpel, aber jetzt haben wir dich wenigstens gesehen, dein Schlachtruf. So, gleich haben wir den Kizuna Rush voll. So, Mission erfolgreich. So kommen wir also an der Marine vorbei. Halt! Das nimmt ja kein Ende. Raum. Geh dir schon mal vor. Feuer. Entspannt euch, ich werde es kurz machen. Alles, was in diesem Raum passiert, kann er steuern. Also dann Strohhut. Hat er nochmal Riesenschwein gehabt, der Typ, der als letztes übrig geblieben ist. Der macht nämlich keine halben Sachen. Ein ziemlich gefährlicher Psychopath. Er hat seine Crew beschützt, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Sie werden wiederkommen. Jetzt ist eure Chance, mit Okta zu entkommen. Wie läuft denn der? Der ganze Aufwand tut mir leid. Okta ist aufgetaucht. Da, guck mal, wie der läuft. Einfach genial. Wo muss ich denn hin, Leute? Sag mir doch, wo ich hin muss. Wir treffen uns später wieder. Jetzt komm, sag mal, wo ich hin muss. Was mache ich machen? Während sie die Feinde ablenken, kann Okta fliehen. Ja, Gegner, Gott sei Dank. Jungs, ich war ganz alleine. Ihr könnt mich doch nicht so alleine lassen. Doch, finde ich nicht schlecht. Auch wenn er extrem komisch läuft. Ja, ja. Hallo, hallo Okta. Okta, du sollst doch weiterlaufen. Niemand hat gesagt, dass du hier mitkämpfen sollst. Ich will dir den Weg freiräumen, aber dann musst du auch laufen. Jo. Dankeschön. Ich sehe den doppelt. Sehe ich das so doppelt oder ist er wirklich so schnell, dass man den doppelt sieht? So, haben wir mal in die
Tasten in die Seiten, eher gesagt. Ach, leckt mich doch alle. Stirbt! Und Kacham! Wir müssen ordentlich randalieren, um sie abzulenken. Oh, ich denke, das war ein ganz guter Anfang. Was war denn das? Da! Bitte? Er fiedelt. Ich habe zwar keine Ahnung, was das für ein Angriff war und was er mit seiner Gitarre macht und generell überhaupt. Jetzt schlafen alle. Cool. Das war gut. Also wenn alle schlafen, ist das gut, die Angriff. Ich glaube, ich bin jetzt in die falsche Richtung gestanden. Ja. Falsche Richtung. Ich weiß, ich muss Okta beschützen. Ich sollte mal ein bisschen mehr... Wo ist denn Okta? Blablabla ist aufgetaucht. Oh nein, oh nein. Battle Miss Bear, was machst du hier? Das ist nicht Battle Miss Bear. Ist das der Kill, der später auf der Triller-Bug auftauchte? Ja, genau. Ruffy hat es ja gar nicht mitbekommen. Ja genau, wir haben wohl keine Wahl. Wir müssen gegen ihn kämpfen. Besiege, Punkt, 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 Punkt. Ich weiß, dass du stark bist, deswegen werde ich alles geben. Ist das wirklich? Sein Angriff ist anders. Er hat gar keine Pfotenballen. Ja, Zoro sieht, dass das nicht der Richtige ist. Und der ist trotzdem... Doch ist er gestorben. Na, Gott sei Dank. Strohpiraten sind aufgetaucht. Schön. Legt Okta da ab, damit er sich ausruhen kann. Ich kurz drin mit euch reden. Ja, klar, sprich doch mit uns. Hier, komm, wir können auch nochmal Kaffee und Kuchen machen. Und draußen trampeln sie sich tot. Was? Auf dem Schiff des Piratenkönigs? Ja, ich war der erste Maat auf dem Schiff. Mein Name ist Silvers Rayleigh. Ist mir eine Freude. Ja, aber dass Goldie Roger exekutiert wurde, bedeutet, dass seine gesamte Crew von der Marine gefangen wurde, oder? Nein, Roger hatte eine unheilbare Krankheit. Nachdem er die Grand Line erobert hatte, stellte er sich freiwillig. Das letzte, was er bei seiner Hinrichtung sagte, leitete die große Piratenära ein. Er nahm ein kleines Flämmchen und machte daraus ein Höllenfeuer. Er war nicht nur Captain, er war einzigartig. Also ist es fast so, als ob Roger das alles, diese ganze große Piratenära, selbst geplant hätte? Das ist eine andere schwierige Frage, denn Roger ist tot. Die einzigen, die diese Ära schaffen, sind die, die leben. Ich will dich was fragen. Ist das One Piece wirklich auf dieser letzten Insel? Lissop! Es ist mir egal, wo der Schatz ist, und es ist mir noch egaler, ob es ihn überhaupt gibt. Wenn der alte Rayleigh uns was erzählt, gebe ich auf der Stelle auf. Ich will kein langweiliges Abenteuer. Bist du sicher? Was dir auf dieser Reise bevorsteht, kannst du dir nicht vorstellen. Kannst du das Meer beherrschen? Es geht hier nicht ums Beherrschen. Piratenkönig ist der, der auf dem Meer am freisten ist. Ach, das ist so schön. Ja, und gegen Okta haben wir gekämpft, als wir Along besiegt haben. Der war der auch, der mit den, was weiß ich, 6 Schwertern. Der war auch nicht ganz so einfach zu besiegen, aber wenn man die Gegner jetzt sieht, die die Piratencrew vor sich hat oder schon besiegt hat, dann war Okta ein Witz. Aber sie sind halt mit ihren Aufgaben gewachsen. Mit jedem Kampf sind sie stärker geworden. Nur jetzt haben sie langsam einen Punkt erreicht, wo sie einen gewaltigen Schritt nach vorne machen müssen, weil die werden jetzt langsam alle übermenschliche Gegner. Es gibt jetzt keine Langweiler mehr, beziehungsweise keine schwachen Gegner mehr. Hier sind alle 100 Millionen, über 100 Millionen Berry wert.
Und dafür sind sie leider noch zu schwach. Der Feind ist abgelenkt. Hallo Frankie! Ah, bricht durch die Falle der Marine. Ja, gleich. Er läuft ein heftiger Kampf, hilft ihm. Mist, das war zu spät. Okay, wir müssen jetzt nach oben. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich bin ja schon unterwegs. Jetzt macht man Platz hier. Ach, du Heiliger. So, alle fertig machen, alle fertig machen, ganz schnell fertig machen. Warte mal, kommt mal alle her, hier, und los geht's. Man muss die immer so ein bisschen in die Ecke treiben, damit auch jeder was abbekommt. Jo, sieht doch ganz gut aus. Reboot abgeschlossen. Wow. Wir haben ihn doch gerade erst geschlagen, wie kann das sein? Tja, der hat sich wieder aufgeladen. Ganz schön erbärmlich, ihr Piraten könnt mir nichts. Wer bist du? Gute Frage. Warum sollte ich dir das sagen? Ich bin Sentomaru, der verschwiegenste Mann der Welt. Gut. Er hat mir... Fangt an, Pazifister. Ja, Pazifisten. Hm, total Pazifisten. Hauen wir ab, aber wir sollten getrennt fliehen. Halte den Feind auf. Die Bedingungen im Sieg haben sich geändert. Halte den Feind auf und hilf den Verbündeten beim Rückzug. Das kann jetzt aber nett sein. Ich besitze dich, Namelein, selbst wenn es mein Leben kostet. Ja, danke, jetzt schnell weg hier. Boah, wir müssen schnell was machen, sonst ist hier mein Controller am Ende. Das ist ein bisschen ungeil. Los, los, los. Ich denke, ich drücke dann gleich mal Pause und werde schnell ein Ladekabel holen. Weil nicht, dass ich jetzt mitten im Kampf, das wäre nicht so toll. Territorium, ich laufe auch noch in die falsche Richtung. Wir können es nicht mit ihm aufnehmen, genau, das ist das Problem. Ihr wollt in die neue Welt, wo neue Gegner warten, die viel schwieriger sind als Moria. Und könnt aber nicht mal die hier besiegen. So, Frankie, Ruffy und Chopper habe ich gefunden. Christopher hat Hotelstraße eingenommen. Das ist jetzt Hotelstraße. Das ist wie bei Gott, Monopoly. Das ist der Admiral. Und der hat auch eine Gum-Gum-Frucht gegessen. Oh, ich bin's, Kizaru. Der sieht voll pervers aus. Und der hat eine unglaublich geile Fähigkeit. Hier ist Kizaru. Hm, komisch. Vorsicht, dieser Mann ist ein Admiral der Marine.
Ein Admiral. Ja, es ist jetzt also Zeit für Onkel Kizaru, dann hau ich auch lieber mal ab. Cool, der haut ab. Ja, warte mal. Schatzereignis. Besiege alle Marinekommandanten mit Nami innerhalb des Zeitlimits. Ja, sicher doch. Besiege, bevor sie sich treffen. Vollende Laws Strategie innerhalb des Zeitlimits. Okay, 1000 Sachen wieder, wo ich keinen Schimmer habe. Ich sollte erstmal zum oberen Fragezeichen, oder? Und dann zum unteren? Ach, keine Ahnung. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache hier kurz mal einen Cut, weil ich brauche jetzt mein Ladekabel. Bis gleich.